Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Factorio. So, in der letzten Folge waren wir ja damit beschäftigt, etwas Strom zu produzieren und unseren tollen Power-Suit hier anständig zu bauen. Wir haben auch unsere Bauroboter. Und so, das allererste, was wir jetzt mal tun werden, das hier mal weg. Oh, nein, das ist falsch. Okay, also. Wir brauchen diese hier relativ oft. Dann die roten brauchen wir oft. Und die blauen brauchen wir oft. Dann brauchen wir die roten Tunnels. Dann, wie man das im Endeffekt bindet, ist mit der mittleren Maustaste, also mit dem Mausrad, einfach klicken mit dem, was man in der Hand hat. Oder man kann es eben so auswählen. Da kann ich hier zum Beispiel das unterirdische Expressband auswählen. Das und das. Was haben wir denn hier noch? Das, das und das. So, dann brauchen wir den hier und hier. Wo ist er denn? Stapelgreifer. Sehr schön. Perfekt. Brauche ich sonst noch irgendwas? Im Moment nicht. Gut, was wir heute tun werden, ist einmal unsere Kupferproduktion abzugraden und die Eisenproduktion auch. Weil wie man sieht, es kommt kaum Eisen durch. Das heißt, wir laufen hier mal hoch. Ich denke, wir produzieren wir die schon automatisch. Oh, ich vergesse das immer. Was brauchen wir denn dafür? Nein, tun wir nicht. Definitiv nicht. Stahlträger und rote Fließbänder. Rote. Na, hier ist nämlich genau das Problem. Kupfer. Kommt kaum an. Das heißt, wir benötigen. Also Stahl haben wir hier. Komm her. Okay. Also. Das brauchen wir eh nicht mehr hier. Sehr schön. Dann mal nach unten. Ein paar Fließbänderchen holen. Gut, 50 von denen. Ah, die sollte man auch limitieren, würde ich mal sagen. Was wir eventuell dann heute auch noch machen können, ist, dass wir die Tunnel und Teiler auch automatisieren. Weil, wieso nicht? Nee. Okay. Ich würde ehrlich gesagt gleich mit der nächsten weitermachen, aus dem einfachen Grund, um mal Plastik oder Kunststoff und die blauen Fließbänder und das, die ganzen Fließbänder hier. Zu füllen. Ja, die müssen wir auch verdoppeln. Reicht uns nicht mehr.
Moment, was brauchen wir jetzt? Ich lasse mich heute schon wieder so leicht aus dem Konzept immer bringen, das ist Wahnsinn. So. Ah, endlich ist meine Hotbar mal einigermaßen aufgeräumt. Da müssen wir uns auch jetzt demnächst mal bald drum kümmern. So, na, hat genau ausgereicht. Sehr schön. Hier. Großer Strommasten, das ist ja falsch. Ich brauche ja hier Umspannwerk. Und ein Backofen bitte. Und Eisenkiste. Was anderes haben wir im Moment nicht da. Passt. So, dann können wir das jetzt aber mal laufen lassen. Hier. Oh. Ach ja. Der macht das übrigens automatisch. Wir sollten mal zwei, drei Blueprints, also erstmal das Blueprint-Buch und dann drei Stück von denen hier. Okay. Ah, sehr gut. Würmchen. Wie gesagt, das ist einfach so dermaßen überpowered. Die Würmer verbrennen und sterben und alle tot. Na komm, stirb. Können wir gleich mal ein bisschen weiterlaufen. Die auch noch zurückdrängen. Das Einzige, was man irgendwo auch ein bisschen aufpassen muss, ist, wenn du eingekesselt wirst. So wie gerade eben. Ich meine, bei diesen hier funktioniert es noch. Das sind ja bloß die mittlere Stärke. Das sind ja bloß die, mittleren Beißer. Aber die großen, die schmerzen etwas. Ich hätte das nicht so groß einstellen sollen. Ich denke, wir werden jetzt gleich sterben. Oh oh. Ich hätte meinen Panzer herfahren sollen. Ich sollte ja auch eventuell mal ein Radar aufstellen. Das wäre meistens, ist auch meistens eine coole Möglichkeit. Um halt einfach zu exportieren, gell? Ich benutze Radar so gut wie überhaupt nicht. Also ich ehrlich sagen, tue ich wirklich nicht. Dann sind wir hier wieder etwas freier. So, wieder zurücklaufen. Oh, das dauert ewig, bis meine Batterie aufgeladen ist. Ah ja, kann man nichts machen. So. Also,
dann schauen wir mal. Wir brauchen diese hier, also Eisenplatten und Zahnräder. Dann brauchen wir für das hier Eisenplatten und Zahnräder. Also, Eisenplatten, Zahnräder, Eisenplatten und Zahnräder. Ja. So, sehr schön. Dann den schon mal hier hin und die Untergrund. Lubrikant brauchen wir hier. Nee, reicht nicht ganz. Okay. Alles nochmal um eins verschieben. Also. Fertig. Okay. Wie gesagt, das wird jetzt halt eh noch nicht wirklich produziert. Oh nein, das ist schon richtig gewesen. So. Perfekt. Drei Stück, genau das, was wir brauchen. Umspannwerk müssen wir uns von oben holen. Das hin. Ups. Und ein einziges brauche ich bitte nur. Dankeschön. Also ich glaube, dass wir die Umspannwerke schon selber produzieren. Nein, tun wir nicht. Okay, gut zu wissen. Oh, Stahlträger. Alle. So. Perfekt. So. Jetzt ist natürlich der Eisen-Output auch wieder immens gestiegen. Oder das, was wir benötigen. Ich meine, das hängt halt wieder alles zusammen. Ne? Wir brauchen hier hinten Eisenplatten, aber haben keine. Schlecht. Ganz schlecht. Okay. Hat man das auch schon mal erledigt? Brauchen wir hier von den blauen Bändern noch ein paar. Was wir definitiv tun können ist, oder müssen, den ganzen Spaß hier mal zu beschleunigen. Um zu sehen, wie viel Potenzial das hier wirklich drin steckt, ne? Okay. Die hintersten braucht man nicht unbedingt. Das ist genau wieder das Problem. Diese Limitierung. Was brauchen wir denn dafür? Okay. Einmal das hier. Eisenzahnrad. Dann machen wir aus dem hier mal das da.
Suspender. So. Was brauchen wir denn noch? Also das mal weg, das auch mal weg. Du kommst dahin, wo du hin will, hin musst. So. Da können wir hier noch unseren Radar platzieren. Piep. So. 100 Stück sollten uns reichen. Was wir hier jetzt natürlich machen können, ist schon mal das erste Setup benutzen. Nein, nein, nein. Ich möchte... Ups. Okay, also die hier... Ja, nicht wirklich perfekt. Für den Anfang jetzt okay. Und jetzt hat wird das ausgeliefert. 3 Ja, wir müssen definitiv die Geschwindigkeit hier erforschen. Jetzt wieder runter. Jo. Ich meine, wir haben das meiste Zeug jetzt eh nicht dabei, dementsprechend ist es nicht so wild, aber... Oder deswegen ist es jetzt halt eher ein bisschen beschissen. So, helfen wir hier mal ein bisschen mit. Den ganzen Spaß lassen wir uns natürlich daneben herlaufen. Bringen ihn gleich oben direkt oder schleusen ihn oben direkt ein. Also hier. Okay. Jetzt brauchen wir einen. Einer sollte reichen. Erstmal. Machen wir gleich ein paar mehr. Also der erste hier hin. Brauchen wir noch einen. Genau, so. Nein, das ist hier falsch. Die brauchen wir hier. Ja, so gefällt mir das schon viel besser. Okay. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen noch ein paar Fließbänder. Oh, ich sehe schon wieder, das wird auf jeden Fall wieder eine längere Folge. Ich würde auch noch ein paar blaue mitnehmen, wenn du hast. Sehr gut.
den brauchen wir auch. Was fehlt dir? Eisenplatten. Oh ja. Nee, haben wir noch nichts produziert. Gut. Dann brauchen wir hier wieder so einen tollen Trenner. Ja, genau, das Ding. Meine ich. Und da brauchen wir noch mal einen. Einmal den hier und einmal den hier. Sehr gut. Sehr gut. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Ach. Kommt das hin? So. Habe ich davon jetzt irgendwelche? Nee, habe ich nicht. Und drüber. Holen wir uns noch ein paar von den Teilen hier. Dann, was brauchen wir denn noch? Strom. Schnelle Greifarme. Und wir werden angegriffen. Hier oben wieder. Gut. Gut zu wissen, meine ich. So. Oh, wir brauchen den hier. Genau. Jetzt baut's mal. Es ist am Anfang wirklich noch brutal langsam, aber es ist so dermaßen nützlich. Ich meine, ich stehe einfach hier rum, warte. Und gut ist. Ist es auf der gleichen Höhe alles? Ja. Ja. Passt. Okay. Dann können wir die blauen schon mal auspacken. Okay. Jetzt sind wir definitiv am Maximum, was ein einzelnes Band hier leisten kann, angekommen. Gleich. Okay, jetzt müssen wir uns gleich nochmal blaue holen. Hier haben wir wieder einmal, zweimal. Oi. Nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr. Gut. Ich schließe die jetzt dabei schon mal an. Auch wenn ich das jetzt halt eh gleich alles durch blaue ersetze. Und die sind mir hier immer noch ein Dorn im Auge. Die werde ich auch zurückbauen, denke ich.
Wie schaut unsere Stromversorgung aus? Ist noch zu früh, das zu sagen. Okay. Oh. Das erklärt's natürlich. Moment, wir brauchen blaue Bändchen. Und zwar viele. Alle. Und wieder rüber. Ja, das kommt jetzt dann weg. Definitiv. Definitiv. So. Okay, dann hätten wir das schon mal erledigt. Das sollte jetzt so schnell laufen, dass wir mit den Rest, also mit den ganzen Erzförderern, die wir jetzt hier haben, noch immer zurechtkommen sollten. Aber wir werden definitiv noch eine zweite Reihe bauen müssen. Früher oder später. Also eher früher als später. Ich meine, die Eisenproduktion wird definitiv nicht weniger. Es ist natürlich nicht nötig, bis ganz hinter jetzt blaue Fließbänder zu machen. Aber ich werde es trotzdem tun. Ich meine, das wird erst interessant, sobald halt sich einfach so viel staut, dass einer der Erzförderer nicht mehr arbeitet, wie er sollte. Also jetzt bis hier runter. Genau. Also weiter jetzt aber auch nicht. Jetzt sollten alle ohne Probleme arbeiten und es sollte eventuell sogar bis ganz hinter durchkommen. Ja, nee, bei weitem nicht, bei weitem nicht. Naja, okay, so weit sind wir noch nicht. Jetzt kommen sie erst hoch. So. Hier, das ist alles erledigt, ja. Dann bauen wir das noch weg. So. Wir werden hier auch nochmal was einbauen und zwar eine, also die Stahlproduktion, die werden wir hier noch, oder beziehungsweise, ja, weiß ich noch nicht, wie wir das genau machen. Aber irgendwie die Stahlproduktion wird schon in dieser Richtung, denke ich mal, sein. Wo? Und was? Ach, shit. Nein, falsches Fließband. Blaues Fließband. Hier herum. Ich sehe es nicht. Okay.
Ah, hier. Interessant. Hier haben wir's. 1, 2, 3. Schon mal 50 hier reinpacken. Schadet jetzt überhaupt nicht. Was wollte ich jetzt machen? Genau, noch ein paar Erzförderer. Die würde ich eventuell auch mal automatisch aufsetzen. Wo ist der Platz? Und wo haben wir alles, was wir brauchen? Hier zum Beispiel. Das müssen wir nur eins nach oben. Hey. Also, das hier hin. Gut. So. So. Und so. Und so. Oh. Ja, blöd. dann machen wir das doch eher so. Kiste mit komischen Dingen. Sonst noch irgendwas? Nö, ich denke nicht. Hey, wir haben eine Handgranate. Beziehungsweise zwei Handgranaten. Handgranaten. So. Herzförderer. Gut. Die werden relativ schnell produziert sogar. Also. Limitieren. Ups. 50 Stück sollten ausreichen. Gut. 4 weitere. Ah, mir kommt immer noch zu wenig Eisen an. Ah. Bis wohin produzieren sie? Ja, genau, bis hierhin. Also müssen wir im Endeffekt jetzt mal zählen, wie viel das wir von den ganzen hier haben. Und das durch 3 teilen und genauso viele müssen wir dann nochmal herbauen. Oder ich mache jetzt einfach so viele, bis das Band einfach voll ist. Okay, wie schaut's aus? Ja, Stromversorgung haut noch hin. Im Moment zumindest. Nicht mehr, kann das sein? Nein, nicht mehr. Okay, haut nicht hin. Gut zu wissen. So, dafür werden wir dann später auch noch eine Blaupause brauchen. Werde ich mal nicht so. Okay. Also. Müssen wir mal wieder an unserer Stromproduktion arbeiten. Siehe da, siehe da. Gut. Einmal das da. Und dann müssen wir das von da oben noch wegbauen. Nein, falsch. Blueprinten. Und dann würde ich sagen, war's das für die heutige Folge. Geht eh schon wieder 35 Minuten. So. Ich denke. Ja. Passt. Gut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir noch ein Like da. Und ich hoffe, wir sehen uns zu einem der nächsten Folgen. Das ist übrigens. Moment, wie war das jetzt wieder? Ah ja, genau. Shift und Scrollen
dann kann man die einzelnen Blueprints auswählen, die man gerade benötigt. Der grüne Bereich, das glaube ich, habe ich euch ja gerade vorhin nicht gezeigt oder gesagt, das habt ihr nicht gesehen, ja. Der grüne Bereich hier ist im Endeffekt der Bereich, wo unsere Arbeitsroboter arbeiten können. Den kann man erhöhen, und zwar indem, dass man mehr von diesen Roboterhangern baut. Werden wir später mal tun. Wir werden später zwei Rüstungen haben, wenn wir den Kampfanzug haben. Einmal werden wir jetzt erstmal hier unsere ganzen Alien-Artefakte abliefern, weil sonst, denke ich, schaut das schlecht aus. So, hier. Oder an was liegt's? Nein. Schaut eigentlich gut aus. Ah ja. Oh, da weiß ich wohl auch nicht, an was das liegt. Genau, wir werden im Endeffekt einen Kampfanzug haben und einen Bauanzug. Ja, mit dem, wo wir schnell laufen können und viele Roboterhanger drin haben. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst mir ein Like da, freue ich mich immer sehr drüber. Und ich hoffe, ihr schaltet zu einer der nächsten Folgen wieder ein. Bis dahin, mein Name ist Eric Cool. Ciao.